So Leute, ihr seht, ich habe zwei Jumpstart-Booster vor mir. Und Jumpstart ist offiziell noch nicht wirklich draußen. So ein paar Leute haben dann schon was bekommen. In Amerika ist es auch schon draußen. Aber in den Läden ist es doch irgendwie nicht... Das ist super strange mit diesem Produkt. Und viele wissen auch gar nicht, was dieses Produkt überhaupt darstellen soll. Wie das aussehen wird. Und ja, ich habe zwei Booster. Die wollte ich jetzt mit euch mal aufmachen und euch erklären, wie Jumpstart funktioniert. Jumpstart funktioniert folgendermaßen. Man hat zwei dieser Booster, man braucht auch wirklich zwei dieser Booster. Und in jedem dieser Booster sind 20 Karten drin. Diese 20 Karten haben ein bestimmtes Theme. Wir machen mal das erste Booster auf, um zu schauen, was für ein Theme wir haben. So, weil... In dieser Packung ist nochmal eine Packung, die verschweißt ist. Und wir haben das Theme Dragons. Okay. Dann haben wir jetzt 20 Karten in diesem Booster mit dem Theme Dragons. Gucken wir uns mal an, was wir so haben. Gesehen von dieser wunderschönen Karte. Ein Terror of the Peaks. 5 Mana, 5-4 fliegend. Okay. Zauber, die euer Gegner auf ihn wirken. Kosten 3 Leben zusätzlich zum Wirken. Und immer wenn eine andere Kreatur unter euer Kontrolle ins Spiel kommt, fügt er hier seine Stärke dieser Kreatur zu. Was? Ach nee, diese Stärke dieser Kreatur zu irgendwann zu. Okay, coole Karte. Dann ein weiterer Drache. Hellkite Punisher. 7 Mana 6-6 fliegend mit Dracheneffekt. Dragonloft Idol. 4 Mana 3-3, solange man einen Drachen kontrolliert, kriegt er +1/+1 und Trampel und fliegend. Ein Gargoyle. Der nächste Drache. 5 Mana 3-3 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, kriegt man 2 Treasure Token. Draconic Roar. 2 Mana. Als zusätzliche Kosten zeigt man den Drachen aus der Hand vor und man fügt 3 Schaden zu. Ne, kann man einen Drachen vorzeigen. Wenn man einen Drachen zugefügt hat, kann man nochmal 3 Damage dem Besitzer zufügen. Dragonspeaker Shaman macht Kreaturen günstiger. Thrill of Possibilities zieht Karten. Breath of the Dragonfire. Ich gehe jetzt mit denen ja so ein bisschen Dragonfutter. Bisschen Soa durch. Dracheneffekt. Lightning Shrieker. Und ein Land. Dieses Land ist, soweit ich das weiß, in jedem dieser Packs drin. Also nicht genau dieses, aber eins davon. Dieses hier kommt getappt ins Spiel. Man sucht sich eine andere Farbe außer Rot aus. Und dieses Land macht dann zum Beispiel rot oder ihr wählt grün, dann macht das eben grün. Dann haben wir ein Gebirge mit einem Drachen drauf. Und Gebirge. So, wenn wir uns das jetzt mal genauer angucken, sehen wir, hier haben wir 20 aufeinander abgestimmte Karten. Da man mit 20 Karten weniger gut spielen kann, macht man es wie beim Pre-Release oder bei anderen Events, man benutzt 40 Karten. Dafür hat man eben ein zweites Jumpstart Booster. Dass man dann öffnet und sich die Karten anschaut. Was ich persönlich ganz cool in Jumpstart finde, ist, wenn uns jetzt dieses Booster hier nicht gefällt, wir aber irgendwas mit den Drachen machen wollen, weil uns die Drachen gefallen, und wir nach einer Zeit merken, dass dieses Set hier nicht funktioniert mit diesem Set, können wir dieses Set wieder raussortieren, ein neues Booster kaufen und wir haben ein neues Deck. Was mich jetzt gerade mal interessiert ist, auf dieser Dragon-Karte hinten drauf eine Liste? Das wäre natürlich schön. Nein, das ist tatsächlich... Das wäre doch cool gewesen, wenn da hinten drauf wirklich eine Liste schon gewesen wäre, was in diesem Pack drin ist. So, gucken wir uns mal an, was wir als zweites haben. Spooky. Okay, was ist denn Spooky? Drachen lege ich mal da oben hin. Und wir gucken uns Spooky an. Spooky hat einen Black Market. Aha. 5-mal Enchantment, immer wenn eine Kreatur stirbt, kommt da ein Marke drauf. Und ihr könnt so viele schwarze Mana vorher holen, wie ihr da Marken drauf habt. Okay. Malefic Scythe. 2 Mana Enchantment. Kommt mit einem Soul Counter auf. Okay. Okay. Bone Picker. 3-2, kostet 3 Mana weniger, wenn die so eine Kreatur gestorben ist. 2 Mana 2-3 kommt getappt ins Spiel. Für 4 Mana kann man jetzt einen Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Oh, okay. Ah, es ist so ein Zombie-Style. Genau, kriegt der Platz Obsession Entzuges. Lilianas Devote. Crypt Lurker, der ist vorne drauf. 4 Mana 3-4, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man eine Kreatur opfern oder eine Kreatur abwerfen. Wenn man das macht, zieht man eine Karte, okay. Cage Zombie.
Dreadful Attendant. Zerstörende Kreatur ist natürlich auch nicht schlecht. Rosalka habe ich lange nicht mehr gesehen. Genau, und dann hat man hier das Freebie Moor. Einen Sumpf, einen echt schönen Sumpf. Und ein paar normale Länder. Ja, es ist immer ein Special Sumpf drin. Es gibt diesen Phyrexian-Sumpf, der soll anscheinend auch ziemlich viel wert werden, aber mal sehen. Und Thrumming Moor eben dasselbe, es kommt getappt ins Spiel. Und wir suchen uns eine andere Farbe außer Schwarz aus. Bedeutet, wenn wir jetzt diese beiden Packs zusammensetzen, nehmen wir bei diesem Land dann meistens Rot und bei diesem Land dann meistens Schwarz. Und wir hätten eine Mischung aus einem Skeleton Rebirth Zombie Reanimate Theme und einem Drachen-Theme. Das wäre unser Deck. Damit würden wir gegen jemanden spielen, der zum Beispiel ein Katzengeister-Deck hat oder ähnliches. Ich finde das System an sich ganz cool. Wenn die Booster nicht allzu teuer werden, finde ich das System noch viel geiler. Was mir an dem System nicht ganz so gefällt, ist eben, dass keinerlei Listen hinten auf diesen Karten drauf sind. Weil wenn hinten eine Kartenliste drauf wäre, könnte man das easy wieder raussortieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel zweimal ein rotes Pack bekomme, also hätte ich jetzt hier zum Beispiel Goblins bekommen. Ich wüsste nicht mehr, welche Karte jetzt in Dragons, welche Karte in Goblins drin war. Und das rauszusortieren macht es wesentlich schwieriger. Dementsprechend haben wir hier schon zwei ganz coole Packs bekommen. Ja, soviel zu Jumpstart. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Sobald es rauskommt, wenn es nicht schon draußen ist. Ich hoffe, das Video geht ein bisschen schneller. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.